So, herzlich willkommen zum ersten Video. Wir werden jetzt keine großen Reden schwingen. Wir starten jetzt direkt ins Video rein. Wir werden heute auf ein TikTok reacten, was jemand gegen uns gemacht hat. Wir haben ein Statement-Video hochgeladen, wo die Kernaussage halt einfach war, dass man immer Ergebnisse erzielen wird, wenn man genug Arbeit reinsteckt und die richtige Arbeit halt reinsteckt. Und da hat ein lieber Herr ein Statement-Video eben zu gemacht und darauf werden wir reacten, bevor es losgeht. Kong darf natürlich nicht fehlen. So, gehen wir rein in die Reaction. Es ist nämlich ein Naturgesetz, dass wenn du Arbeit in etwas reinsteckst, auch Ergebnisse erzielen wirst. Fakt. Erstmal an der Stelle. Logisch. Jetzt war ich ein paar Monate nicht hier, aber alles pumpt wie immer. Sehr stark. Haben wir es auf jeden Fall schon mal geschafft, den lieben Thomas auf TikTok zu holen. Ne? Da machen wir ja nicht allzu viel falsch. So, sein Blick natürlich hier. Liebe Kollegen, es gibt eine sehr einfache Wahrheit. Nur weil ihr arbeitet, werdet ihr zwar nicht mal sicher Ergebnisse erzielen. Das Also bei mir war das nicht so. Also immer wenn ich irgendwo Arbeit reingesteckt habe, kamen Ergebnisse. Ich bin ins Gym gegangen, dann habe ich Muskeln aufgebaut. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, Thomas, aber anscheinend hast du da nicht genug Arbeit reingesteckt. Also, okay. Ja, lass ich mal so stehen. Auf jeden Fall widersprechen wir dem Ganzen offensichtlich. Es ist halt einfach ein Fakt, dass wenn ihr Arbeit in etwas reinsteckt, ihr immer Ergebnisse erzielen werdet. Unter einer ganz wichtigen Bedingung. So, wir lassen ihn aber erstmal kurz ausreden. Das weiß jeder, der mal versucht hat, ein Modell zusammenzubauen. Was für ein Modell spricht er? Und erst recht werdet ihr nicht zwingend Erfolg haben, egal wie hart ihr arbeitet. Und Bullshit. Bullshit. Es kommt auf eine Sache an. Ich finde es eigentlich sehr interessant. Thomas ist übrigens 50 Jahre alt, dass es einen 18-Jährigen gibt, der das Ganze besser weiß als jemand, der anscheinend Unternehmer ist. Aber jeder erfolgreiche Unternehmer wird mir folgender Aussage zustimmen. Wenn ihr genug harte und smarte Arbeit in etwas reinsteckt, was garantiert bei anderen schon funktioniert, dann werdet auch ihr Ergebnisse erzielen. Er spricht von irgendwelchen Modellen. Ich habe vorhin gesehen, dass er Ingenieur ist. Ich denke mal, dass er von irgendwas in dem Bereich halt spricht, dementsprechend. Aber wenn ihr ein Bulletproof-Konzept nehmt, mal angenommen, Online-Shops, E-Commerce, funktioniert. Bei tausend anderen funktioniert's. Warum sollte es bei euch nicht funktionieren, wenn ihr genug Arbeit reinsteckt und die richtige, wenn ihr auch an den richtigen Dingen arbeitet? Wenn ihr die ganze Zeit an dem Logo arbeitet, natürlich werdet ihr dann keine Ergebnisse erzielen, ihr werdet kein Geld verdienen, weil das keine geldbringende Tätigkeit ist. So, okay, dann gehen wir jetzt zum nächsten Beispiel, Social Media Agency. Ihr baut eine Social Media Agency auf, tausende Leute haben das Ganze schon erfolgreich aufgebaut, wir haben das damals auch erfolgreich aufgebaut. Und warum solltest du keine Ergebnisse erzielen, wenn du Expertise in dem Bereich hast, dein Angebot definiert hast, deine Cold Calls machst, Kunden generierst, dann wirst du garantiert Ergebnisse erzielen. Das ist einfach ein Fakt. Und das ist nicht nur im Business so, das ist überall so. Wie Max zum Beispiel jetzt auch meinte, im Gym-Bereich. So, wenn du auf deine Ernährung achtest, wenn du ins Gym gehst, wenn du auf deine Regeneration achtest und das Ganze konstant durchziehst, dann Dann wirst du Ergebnisse erzielen. 100 Pro. Einfach eins zu eins das machen, was die Leute gemacht haben, die daran Erfolg haben. Richtig. Wird dann immer funktionieren. Schauen wir mal weiter. Jetzt gilt der Tipp, den ich euch schon vor Monaten gegeben habe. Was Folgt kommt nicht jetzt? irgendwelchen Menschen, die euch Kurse oder Discord-Server als einziges Zeichen ihres Erfolges verkaufen. Falsch, falsch, falsch. Wir verkaufen weder Discord-Server noch irgendwelche Kurse. Und das ist auch sicher nicht unser einziger Nachweis irgendwie für unseren Erfolg. Wie gesagt, einfach komplett falsch, Thomas. Finde ich schade, dass du so voreingenommen in das Ganze reingehst. So wie man hier auch sieht an der Seite, wir waren bereit, das Ganze mit dir in einem Live auszudiskutieren. Sind wir auch immer noch. Natürlich nur, falls du in der Lage bist, unvoreingenommen an das ganze Thema ranzugehen und das Ganze halt objektiv auszudiskutieren. Und nicht so, wie du es, sage ich mal, in diesem Video gemacht hast. Aber ja, wie gesagt, wir verkaufen keine Kurse, keine Discord-Server. Thomas ist nicht gut informiert und macht trotzdem ein Video darüber. Interessant. Sondern folgt Menschen, die bereits das erreicht haben, was ihr erreichen wollt. Und im vorliegenden Fall finde ich zwar die Motivation, die Chuzpe und sagen wir Die mal den was? Ansatz. Die Frotzpe. Was ist Ganz das? Das hat man damals gesagt, glaube ich. Damals 1980. witzig, aber ganz ehrlich. Ganz witzig, da finde ich die Motivation ganz witzig. Ich finde es auch ganz lustig hier. Ja. Für das, was ihr da bezahlen müsst, das kann nichts sein. Das kommt von jungen Menschen, die noch nicht mal einen Schulabschluss haben. Was er meint, ist FOP, Future 1%. Das ist eine Community, die wir gegründet haben,
bestehend aus vielen verschiedenen Telegram-Gruppen, wo zum Beispiel auch Städtegruppen bei sind. Das heißt, die Leute können sich auch in Real Life treffen, die können sich halt austauschen in verschiedenen Bereichen, bla bla, aber darum soll es gar nicht in diesem Video gehen. Kein Discord-Server, was er meinte, kein Kurs, kein Business-Coaching, kein Live-Coaching, gar nichts. Davon spricht er und er sagt, das kann nicht sein, das kommt von jungen Menschen, die die Schule abgebrochen haben. Hm. Bullshit. Warum sollte man einen Schulabschluss brauchen, um erfolgreich zu werden? Das ist wirklich absoluter Bullshit. Okay, wenn man den normalen 9-to-5-Weg meint, den man natürlich einschlagen kann, so respektieren wir, braucht die Gesellschaft auch, ohne funktioniert es nicht. Aber das ist immer nicht der Weg, den wir gehen wollen. Und für den Weg, den wir gehen wollen, brauchen wir keinen Schulabschluss. Jetzt ganz einfaches Beispiel. Du brauchst bei Shopify nicht dein Abschlusszeugnis hochladen, damit du einen Shop eröffnen kannst. Du brauchst, wenn du eine Social-Media-Agentur aufbaust, nicht zu deinem Kunden gehen und irgendwie hier dein Abi-Zeugnis vorreichen. Hier, ich habe eine 1 in Mathe, eine 1 in Geschichte, eine 1 in Geografie, bitteschön, bitte in Pädagogik auch eine 1. Nehmt mich bitte als Kunden. Bullshit. Darauf kommt es absolut nicht an, wenn ihr im Business euch was aufbauen wollt. Natürlich, das ist nochmal ein anderes Thema, wenn ihr zum Beispiel eine Arztpraxis oder sowas, eine Anwaltskanzlei aufmacht, oder braucht ihr natürlich gewisse Qualifikationen, aber vor allem im Online-Business-Bereich braucht ihr definitiv nicht immer einen Schulabschluss. So, für die meisten Sachen braucht ihr nichts. Und Online-Business ist wesentlich mehr als Schneeballsystem, Network-Marketing, LR, IM Academy oder sonst irgendwas. Und die Motivation, die sie da verbreiten durch gute Sprüche, die könnt ihr euch auch beim Anhören von guter Musik gönnen. Also macht lieber was. Hat er Druck, Junge? Warum Digga? Die Luftpumpe? Das verstehe ich nicht. Macht lieber was. Unangenehm, richtig unangenehm. Ja, ich finde es krass, in was für Schubladen er denkt. Thomas ist nicht in der Lage, über seine Schubladen hinauszudenken. So. Er denkt sich, ja, junge Menschen, Schule abgebrochen, so, bla bla, kann nicht sein. Da schauen wir uns mal ein paar Kommentare an. Wir haben dich vermisst. Ja, Thomas, wir haben dich auch vermisst. Freut uns, dass wir dich wieder zurück auf TikTok holen konnten. Und somit auch den Lebenssinn für viele andere wieder herholen konnten. Authentischer unternehmerischer Mehrwert. Wo war das denn bitte, authentischer unternehmerischer Mehrwert? Das war nicht mal richtig informiert. Also ich finde, wenn man so ein Video macht, dann informiert man sich erstmal vernünftig natürlich über die Leute und dann haut man was raus. Und nicht einfach random so. Ja. Oder hier, wenn man 13 Uhr aufsteht, was soll das denn heißen? Wenn man um 13 Uhr aufsteht, dann wird das garantiert was, ja. Bullshit. Wir haben, also er meint es offensichtlich ironisch, aber das ist so ein Ding, sage ich mal, was in unseren Kommentaren immer heiß diskutiert wird. Die Leute sagen, ja, bla bla, ihr steht vormittags auf, was soll das denn? Aus euch kann schon nicht, nichts werden, ihr werdet keinen Erfolg haben. Dann stelle ich mir halt die Frage, wenn eine Person um, sagen wir, 6 Uhr morgens aufsteht, ihre 12 Stunden arbeitet und Aufgabe A, B, C erledigt. So, warum sollte das besser sein, als wenn du um 13 Uhr aufstehst, genauso deine 12 Stunden arbeitest und auch Aufgabe A, B, C erledigst? Warum solltest du dann mehr Ergebnisse erzielen, als wenn du halt morgens aufstehst? Bullshit. Mhm. Arbeit zieht Ergebnisse nach sich, kann halt auch wenig bis gar nicht sein. Richtig, und deswegen kommt es auch darauf an, wie hart du arbeitest. Wenn du keine Ergebnisse erzielst, hast du nicht hart genug gearbeitet. Und wenn du hart genug gearbeitet hast und trotzdem keine Ergebnisse erzielst, dann hast du nicht smart genug gearbeitet. Und wenn du hart und smart genug gearbeitet hast, dann hast du einfach an den falschen Sachen gearbeitet und dementsprechend trotzdem keine Ergebnisse erzielt. Die Schule haben sie fürs Business abgebrochen. No. Die Buben haben gestern in einem Live über ihre Sicht auf Frauen geredet und es war gruselig. Man kann also nicht allzu viel erwarten. Was haben die denn, was habt ihr genau gesagt? Ja, nee, wir haben in einem Live einfach, da, weil jemand das Thema angesprochen hat, haben wir halt in einem Satz gesagt, dass wir davon überzeugt sind, dass Männer und Frauen verschiedene Stärken und Schwächen haben, ja, aber kein Geschlecht irgendwie besser oder schlechter ist. Das war unsere einzige Aussage. Scheint aber gruselig genug zu sein für Daniel van de Beek. Zuerst wirfst du den Leuten Faulheit vor, dann sind sie top motiviert und du nennst sie Luftpumpen. Danke für deine tolle Ausstrahlung. Mega. Es gibt einen Unterschied zwischen hart an was substanziellem Arbeiten und Schule abbrechen und auf Schmalspur Andrew Tate machen. Hier, schon wieder. Schubladendenken. In einem Clip hat man gesehen, dass wir einen Andrew Tate-Clip gesehen hat. Das müssen irgendwelche frauenfeindlichen, möchte gern Alpha,
Idioten sind, das müssen solche Leute sein, bla bla bla. Hier Schule abgebrochen, müssen Idioten sein. So, finde ich auf jeden Fall interessant, wie man im Alter von 51 Jahren immer noch so sehr in seinem Denken eingeschränkt sein kann. Und dann nichts Besseres zu tun hat und die ganze Zeit Videos auf TikTok macht. Ja, sein ganzer Kanal besteht daraus. Front ist so. Ja, okay. Junge Menschen ohne Schulabschluss braucht man momentan für alles. Um was aus seinem Leben zu machen, in 99,9% der Fälle ja. Bullshit, bin ich vorhin schon drauf eingegangen. Ja. So. Okay. Ja, das soll es mit dem Video auch gewesen sein. Ein kurzes Fazit. Schade, dass Thomas so sehr in Schubladen denkt und nicht in der Lage ist, darüber hinaus zu denken und Dinge wirklich zu verstehen. Ein sehr voreingenommenes Video reingegangen ist. Ebenso uninformiert. Dementsprechend absoluter Bullshit. Freut es natürlich, dass wir dein Comeback einleiten konnten und auch überdurchschnittlich viele Views auf deinem TikTok-Account mit diesem Video, sage ich mal, zustande gebracht haben. Aber ja, ich wünsche dir nur das Beste, falls du dennoch deine Meinung änderst und trotzdem in einem Live mit uns darüber sprechen möchtest, können wir das sehr, sehr gerne machen. So, uns geht es da nicht irgendwie um die Reichweite oder sonst irgendwas. Ich will mal kurz schauen. Genau, ja. Also es wäre auf jeden Fall sogar, was die Reichweite angeht, für dich eher ein Vorteil. Gut, das soll es aber mit dem ersten Video gewesen sein. Wir werden in Zukunft noch viele, viele weitere... Ich sehe gerade Abzock-Terminator. Unangenehm, unangenehm. Okay, wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Videos geplant. In Zukunft wird noch sehr, sehr viel auf euch zukommen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Schaut auf Instagram vorbei, da bringen wir in den Stories regelmäßig unsere Gedanken, teilen unsere Gedanken, beantworten Fragen in Q&As. Und schaut auf TikTok vorbei, dort haben wir Vlogs hochgeladen. Und das soll es auch schon mit dem ersten Video gewesen sein. Willst du noch irgendwas?